Nachmittag, fast schon Abend, naja, fortgeschrittener Nachmittag. Lara ist jetzt hier in der Schlangenhalle angekommen und hier gilt es jetzt, Thors Gürtel zu finden. In der gesamten Sequenz der vierteiligen Midgard-Schlange ist das für mich hier ja, der zweitschwerste Teil, obwohl hier geht's eigentlich noch. Das Schwerste kommt am Schluss, eigentlich das Beste, aber hier ist es wirklich das Schwerste. Ganz besondere Vorsicht ist hier geboten. Dieses Wasser, was eigentlich so schön silber, hellblau, klar aussieht, ist hochgiftig. Lara darf da nicht reinfallen. Hier sehen wir auch jetzt, wie Lara ihre Gegner erledigen muss. Es reicht nicht, wenn sie die einfach nur umschießt. Sie muss sie wirklich kaputt treten. Etwa so wie die beiden Knochenhunde da in Croft Manor. Alternativ kann sie auch zusehen, dass sie diese Skelettis hier schon am Rande des Gewässers erwischt. Wenn die da reinfallen, dann ist es auch um die geschehen, das überleben auch die nicht. Solche Massen wie hier kommen allerdings, so meine ich, nicht mehr vor. Aber hier, das ist gleich, so richtig gleich am Anfang. Und wie gesagt, immer schön zertrampeln. Die stehen nämlich sonst wieder auf, die Teile. Ich bin hier ganz froh, dass Lara nicht wie in den drei Reboots sich dauernd wieder Munition sammeln muss. Das würde wahrscheinlich schwierig werden. Der nächste Schritt ist jetzt erstmal das Wasser ein bisschen ablassen. Das kann sie an mehreren Stellen. Hier kann sie direkt an die Stange springen. Wir haben nachher ein Beispiel, wo das nicht mehr so einfach geht. Jetzt muss Lara zurückschwingen. Ja, zurückschwingen, genau. Ich habe immer gewaltigen Respekt vor diesem Wasser. Denn dass Lara schwimmen und tauchen kann, wissen wir ja. Aber wenn sie hier reinfällt, dann rien ne va plus. Vielleicht auch mal ein Hinweis zu dem Trainer, den ich hier benutze. Wenn hier die volle Gesundheit, Infinitive Health, wie auch immer, eingeschaltet ist, dann stirbt Lara in diesem Wasser natürlich nicht. Aber nichtsdestoweniger ist das kontraproduktiv. Sie zuckt da hin und her und kommt nicht mehr raus. Und das ist eigentlich auch nicht Sinn des Spiels. So, hier bin ich ganz viele Male vorher runtergefallen. Diese Szenarien, die habe ich natürlich rausgeschnitten. Das ist ein Let's Show hier, kein Let's Play. Man sieht hier nicht sofort, dass Lara weiter unten ganz um diese viereckige Säule rumklettern kann. Man weiß aber aus Toms Lösung, dass sie, wenn sie erstmal da unten angekommen ist, sich ganz schön beeilen muss. Und daran bin ich bei meinen Versuchen hier also ganz schön oft gescheitert. Runterspringen, sofort mit der gelben Y-Taste festhalten, ganz schnell weiterklettern und sofort weiterspringen. Und dann hat man hier wieder festen Boden unter den Füßen.
Nein, nicht weitergehen. Lara muss auf diesen Block rauf. Und dann nach oben auf diese Balken. Für welche, die es vielleicht noch nicht wissen, hier hakt es ab und zu. Vielleicht nicht gerade bei diesem ersten Versuch. Aber Lara muss noch zwei oder drei Male, vielleicht auch vier Male, erneut hier rüber. Und hier hakt ab und an dann... ja, hier hakt es irgendwie. Ich möchte mal einen Spielebug voraussetzen. Lara steht und kann weder gehen, also richtig gehen, noch springen. Etwas Artverwandtes habe ich hier schon. Lara muss jetzt darüber springen. Hier ist es beim ersten Versuch gelungen. Aber manchmal reagiert sie einfach nicht auf die Taste. Ich habe mir dann damit geholfen. Ich habe Lara mit der roten Taste sich an die Balken hängen lassen und wieder raufklettern lassen. Und danach war dann eigentlich stets alles okay. Hier weiß man auch, hier kommen gleich wieder so ein paar Knochenmänner. Wenn man gerade nicht hinguckt, hört man das aber schon. Und ich halte hier natürlich immer voll drauf. Nicht, dass ich was gegen ein paar Kämpfchen hätte. Aber irgendwie Geschicklichkeit, Ducken und Tarnen und Vorschleichen, das ist hier nicht so angesagt. Aber solange diese Viecher noch am Leben sind, das heißt nicht von Lara zertrampelt wurden, wird immer noch das die rote runde Zielmarkierung angezeigt. So, was jetzt kommt, ist auch nicht so ganz ohne. Lara muss noch einige Male von dieser Stelle aus hüpfen, aber nicht hier an diese Kante. An eine Kante hüpfen, die über diesem Wasser ist, war nicht gerade angenehm. Jetzt kommt wieder dieser bekannte Mauersprung, den es bisher, so meine ich, wirklich nur bei Underworld gibt. Jetzt geht's weiter. Ja, das ist ein bisschen tückisch. Das gehört hier zu den Stellen, wo man nicht sehen kann, wohin Lara hüpfen muss. Sie guckt sich halt nur um und dann kann man raten. Oder Toms Lösung lesen. Oder beides. Hier kommt wieder etwas mit dem Haken. Lara muss den Haken werfen. Und Achtung, wenn sie abspringt, sofort den linken Stick nach oben und mit der Y-Taste Lara ein bisschen hochziehen. Sonst landet sie mit ihren Beinen im Wasser und das geht in keinem Fall gut aus. Ich versuche natürlich, die Leine möglichst lang zu lassen, damit Lara auch wirklich drüben ankommt. Hat gerade eben so hingehauen. Ja. Stehen und ausruhen. Ich wusste an dieser Stelle, ja, jetzt weiß ich wieder, was kommt. Lara muss sich diese Mauer ranziehen. Und Achtung, wenn man hier springt, die grüne Sprungtaste A gedrückt halten beim Springen. Sonst landet Lara da im Wasser. Und wie ich schon sagte, das wollen wir nicht.
Hier erkennt man jetzt auch, wo Lara hinspringen soll. Das zeigt sie uns auch. Wie gesagt, ich bin vielleicht anderswo, aber hier beim Zocken keinesfalls ein Draufgänger. Und ist natürlich herrlich, wenn manche Leute so ein bisschen mit Intuition beigehen und sofort alles hintereinander machen. Hier bin ich vielleicht auch einen Augenblick an der Kante geblieben, weil Tom in seiner Beschreibung ganz richtig erwähnt hat, dass man diese Knochenmänner am sichersten von dieser Kante aus tot machen kann. Der eine ist natürlich noch nicht tot. So, der ist hinüber. Jetzt sind sie beide hinüber. Sie sind nämlich ins Wasser gefallen. Und das ist offenbar auch für die Untoten tödlich. So, hier ist nämlich noch so eine Stelle, wo Lara sich an eine Stange, daran eine Stange springen muss, aber Achtung, dieses Mal klappt es nicht von dem kleinen Steinklotz da unten. Hier muss sie von oben ran, sonst springt sie ins Wasser und wir wissen schon. Aber zurückschwingen von hier aus geht. Hier kommen natürlich wieder Gestalten, die nichts Gutes mit ihr am Hut haben. Es sind zwar simpel die Szenen, aber die machen irgendwie Spaß. Salto und treten und kaputt ist der Gegner. Hier ist wieder eine jener Stellen, wo Lara eigentlich springen muss zur Seite. Das habe ich hier jetzt nicht gemacht. Ich habe hier auch ein bisschen Glück gehabt. Eigentlich hätte Lara zur Seite springen und sich dann auf die kleine Plattform darunter lassen müssen, um dann ganz leicht ihren Weg hier in die Mitte zu finden. Aber so ging es auch. So, hier habe ich jetzt eine ganze Weile gesucht nach diesem Schatz. Da drüben sieht man ihn schon. Ich habe ihn hier beim Rumlaufen nicht gesehen. Aber ich wusste, dass ich mir den erstmal holen will und holen möchte, damit das schon mal erledigt ist. Ist vielleicht nicht verkehrt zu erwähnen, dass Lara hier im Gegensatz zu Tomb Raider Legend ihre Schätze auch dann behält, wenn sie irgendwo mal stirbt. Ja, ich gucke hier an der falschen Stelle. Hinten rechts hatte Tom geschrieben, aber wir stehen hier gerade vorne rechts und wir wollen nach hinten rechts, nämlich dahin. Ich habe gerade schon wieder den Schatz ein bisschen blinken sehen. Ja, es tut mir immer leid, wenn das so ein bisschen Zeit kostet, weil ich bin natürlich hier angespannt, aber der Zuschauer könnte sich vielleicht langweilen. Jetzt habe ich ihn gesehen.
bin immer noch nicht dahinter gekommen, wie man es bewusst hinkriegt, dass Lara sich so schön elegant auf die nächste Kante schwingt. Sie macht es halt manchmal und gut. Hier mal kurz gucken, ob das auch der richtige Schatz war. Der war das. Jetzt muss Lara zusehen, dass sie nach oben auf die Statue kommt. Ja, überleg, überleg, überleg. Tom hat dazu geschrieben, diesen Vorgang so lange machen, bis die Statue was macht. So geht's natürlich auch. So, und jetzt müssen wir da hinauf. Schon mal vorweg, da oben, da ist noch ein Relikt, was Lara holen muss. Ja, nicht muss, aber ich tue's. Und das wird der für mich schwerste Act in diesen ganzen vier Kapiteln mit der Midgard-Schlange. Das kommt dann im nächsten Video. Hier begeben wir uns jetzt erstmal auf Thors Hand, beziehungsweise ja, sein Hammer. Na, die Hand. Nee, stimmt gar nicht. Die Treppe, genau. Und hier sage ich schon mal Tschüss. Denn den Gürtel haben wir jetzt. Danach noch das Relikt. Und dann sind wir hier fertig. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Tschüss.